So, ihr kennt die Torte noch von einem der vorherigen Videos. Da hatte ich gezeigt, wie man die Torte gut stapelt mit der Etagere. Jetzt ist es so, ich hatte sie jetzt noch eingestrichen. Grüne Akzente oder sehr viel Grün im Verlauf zu Weiß. Jetzt machen wir noch die Goldakzente dran. Und zwar ist gewünscht, dass der Rand in Gold angemalt wird quasi. Ich habe hier goldene Lebensmittelfarbe. Die könnt ihr online auf relativ vielen Plattformen erwerben. Genau, damit male ich jetzt alles an, dann wird sie nochmal kalt gestellt und dann werde ich noch die Blumen drauf dekorieren. Da zeige ich euch auch nochmal, wie ich das mache. Los geht's! Also ich habe hier einen ganz dünnen, feinen Pinsel, der aber vorne nicht zu hart ist, sondern wirklich noch biegsam ist. Damit nehme ich mir jetzt immer ein bisschen Farbe raus und dann einfach auf die Creme. Wichtig ist, dass die Creme, die jetzt hier absteht, kalt ist. Also ich habe mir die Torte eingestrichen und dann habe ich sie abgezogen und einfach nicht mehr gerade gezogen. Dadurch entsteht dieser abstehende Rand und der soll jetzt nicht ringsrum Gold werden, sondern es soll ja nur ein Akzent werden. Deswegen einfach Farbe auf den Pinsel und dann, Ne, also hier geht's weiter, einfach drauf und dann nicht wischen, weil dadurch wird die goldene Farbe nur total verschmiert aussehen. Also es muss wirklich so drauf getupft werden schon fast. Und dann sucht ihr euch einfach die schönsten Stellen raus, wo der Goldakzent drauf soll. So, und zwar ist es bei mir wirklich die oberste, dünnste Linie, die hier absteht von meinem Cremerand. Und die male ich jetzt einmal auf allen 5 Etagen Gold an. Ich habe meinen ganzen Pinsel irgendwie eingesaut, wie auch immer. Ich habe schon gar keine Geduld mehr dafür. Normalerweise macht das alles, Kati macht das immer. Meine liebe Mitarbeiterin Kati. Wer ist dafür, dass sie das nächstes Mal das wieder macht? Soll ich sie mal mit ins Video holen? Dann schreibt das in die Kommentare. Dann werde ich sie zwingen, hier mitzumachen und mir zu helfen nächstes Mal bei den Torten. Und dann könnt ihr sie alle kennenlernen. Ich bin ein bisschen schüchtern heute. Das allererste Mal, als so etwas bestellt war, das war so eine richtig, also eine extrem kurzfristige Sache und ist auch schon echt einige Jahre her. Da habe ich noch nie eine Torte gemacht mit abstehendem Rand. Ich wusste einfach nicht, wie das funktioniert. Ich wusste nicht, wie ich diesen Rand so abstehen lassen kann. Oh, ich war so nervös die ganze Zeit, weil das musste so schnell gehen. Ich habe allen Ernstes meine Creme in einen Spritzbeutel getan und richtig dünn aufgeschnitten und dann habe ich das so da drauf gespritzt. Es sah am Ende, es sah richtig gut aus, aber das war so aufwendig und es war so unnötig, aber irgendwie bin ich so nervös gewesen, dass ich auch gar nicht auf die Idee kam, mir mal ein YouTube-Video anzugucken oder so. Naja, heute sieht es besser aus, aber es war echt, also ich weiß auch nicht. Es war ein bisschen anders. Aber ist schon wirklich sehr lange her. Jetzt machen wir diese Ränder echt sehr häufig, weil es ist auch gerade einfach modern. Vor allem diese Farbkombination ist auch gerade sehr gefragt. Immer grün, gold und weiß ist wirklich, ist auch eine sehr schöne Farbe, einfach eine schöne Kombination. Man kann natürlich, wenn man diesen Rand in Gold haben möchte, anstatt das Ganze so anzupinseln, man könnte jetzt auch einfach Blattgold nehmen, ne? Und dann mit so kleinen Fitzelchen das da drauf arbeiten. Das wird auch funktionieren. Aber hier ist es jetzt extra so bestellt. Ich werde gleich an einer anderen Torte, weil ich das bei dieser Torte jetzt irgendwie auch nicht gezeigt habe. Ich habe euch jetzt auch nicht gezeigt, wie ich mache, dass der Rand absteht, ne? Ich habe noch eine Torte, die ich gleich fertig machen muss. Da zeige ich euch das. Da streiche ich die ein. Die muss ich noch komplett einstreichen. Den finalen Einstrich. Und dann werde ich euch zeigen, wie ich den Rand so abstehen lasse. Aber ich habe euch das jetzt ja auch gar nicht gezeigt, wie ich das mache. Ich zeige euch gerade nur, wie ich das anmale. Das ändern wir gleich. Der goldene Rand ist fertig. Ich werde jetzt wieder kalt stellen, denn die Blumendeko kommt gleich erst drauf. Und in der Zwischenzeit hole ich mir dann die andere Torte und dann zeige ich euch einmal, wie ich das dann gemacht habe, dass das auch ein abstehender Rand ist. Ich habe zwar gesagt, ich habe es einfach drumherum gestrichen, nicht abgezogen, aber vielleicht wollt ihr es ja noch mal ein bisschen besser sehen. Das heißt, die kommt in die Kühlung, ich hole die andere Torte und dann geht's weiter. So, abstehender Rand
einfach Creme. Ich habe jetzt hier einen ersten Einstrich schon gehabt. Einfach die Creme nehmen. Ist egal, welche Etage. Fangt einfach an. Einmal komplett drumherum einstreichen. So, dann wichtig, dass der obere Rand auch schön aussieht direkt. Das könnt ihr mit einer großen oder mit einer kleinen Palette machen. Dann mache ich mir jetzt hier aber was drauf und ziehe das ein bisschen glatt. So, dann mache ich noch die obere, damit ihr wenigstens das mit einer zweistöckigen quasi hier oben seht. Okay, jetzt ziehe ich mir hier oben alles glatt, damit die Oberfläche schon mal schön aussieht. Zack. Und jetzt nehmen wir wieder unsere gerade Palette und jetzt ziehe ich die Creme einfach nur ab. So. Jetzt ist die obere schon fertig und jetzt habt ihr diesen abstehenden Rand, den wir eigentlich sonst immer wieder gerade abziehen, sodass da nicht diese rivelige Kante ist. Aber so haben wir diesen abstehenden Rand. Das muss dann kalt stehen, bis der Rand fest geworden ist. Und je nachdem, wie viel Creme wir außenrum zu viel drum streichen, umso mehr Rand haben wir oben abstehen. Also hier zum Beispiel habe ich jetzt wenig Creme außenrum gemacht. Hier habe ich jetzt wieder richtig viel Creme außenrum gestrichen. Dementsprechend ist hier der Rand viel, viel dicker. Wenn euch das nicht gefällt, macht ihr es einfach ab. So, ein bisschen weniger, weil ich finde es persönlich jetzt auch gerade ein bisschen zu viel. So, den Rand könnt ihr einfach korrigieren, indem ihr jetzt hier wieder glatt streicht. Und dann die Torte wieder von der Seite her abzieht. Also einfach wieder hier rum und dann, zack, habt ihr wieder einen schönen Rand, der ein bisschen feiner ist. So, und das macht man einfach bei allen Torten und dann hat man immer diesen abstehenden Rand. So einfach geht's. Gut, das war jetzt der Einstrich eigentlich der grünen Torte, den ich da aber euch irgendwie nicht gezeigt habe. Dann habt ihr es jetzt einmal an der Torte gesehen, die ich jetzt aber anders dekorieren muss. Also die ist egal für euch. Die andere steht im Kühlschrank und die werde ich, weil die Torte ist nämlich für morgen für eine Hochzeit, über Nacht im Kühlschrank stehen lassen. Und morgen werden wir euch dann wieder zeigen, wie wir die Blümchen machen. Also für euch jetzt gleich. Guten Morgen. Für mich ist ein neuer Tag. Ich putze hier gerade die Blümchen aus. Alles, was nicht ganz so hübsch ist. Guck mal, zum Beispiel, die hat so ein braunes Eckchen. Die ist ja groß genug. Dann kann man die einfach abmachen. Sieht einfach schöner aus. So, das heißt, ich putze mich hier meine Blümchen, bereite sie vor und dann geht's ans Dekorieren der Torte. Ich zeige euch nochmal, das letzte Mal im Video hatte ich euch gezeigt, wie ich die Blumen präpariere mit Floristikband. Guck mal, hier ist was drin. Immer schön gucken, dass auch nichts drin ist. Jetzt zeige ich euch mal, wie ich das mit den Schaschlikspießen mache. Ich stecke das nicht immer hier rein, sondern einfach an der Seite der Blume. Schön festhalten, einfach einmal reinpieksen. Das hole ich wieder raus und dann habe ich hier einen Schaschlikspieß durchgebrochen und die Seite, die jetzt hier so am Ausfransen ist vom Durchbrechen, die stecken wir jetzt in die Blume rein. Zack, dann können wir sie damit in die Torte reinstecken. Weil einfach nur Blumenstängel in eine Torte stecken ist nicht ganz so appetitlich und nicht ganz so hygienisch, jedenfalls nicht bei den dicken Blumen, die vielleicht auch noch mal ein bisschen Blütensaft verlieren, weil Blüten wie zum Beispiel dieser hier, ich weiß nicht, wie sie heißt, falls hier ein paar Floristen sind von euch, ne, schreibt mir, wie diese Blume heißt, die verliert keinen Blütensaft, die kann man auch so mit ranstecken, beziehungsweise kann man die auch super gut, wenn man diese Blume anbringen möchte an eine Torte, die einfach dahinter stecken und dann so befestigen, dann braucht man auch das nicht in die Torte stecken, sondern das wird dann von der anderen Blume gehalten. Zeige ich gleich nochmal an der Torte. So, als erstes der Cake Topper. Wenn ihr die bestellt, die haben immer Schutzfolie drauf. Bei manchen steht das nämlich nicht mit bei. Immer schön vorsichtig abziehen. Je nachdem, wie dick der Cake Topper ist, kann man es einfach abziehen. Der ist ja sehr, sehr, sehr dünn. Deswegen muss man es wirklich sehr vorsichtig machen, weil auch wenn man die Folie jetzt ein bisschen zu ruckartig abreißt, kann es durchbrechen.
So, das war die Rückseite und das ist die Vorderseite. Wenn ihr so einen Cake-Topper habt, der so am Glänzen ist, weil er Gold ist oder Silber, nicht oben drauf fassen, weil der hat sonst richtig Fetttapsen. Einfach abziehen und nicht drauf fassen und immer hier einfach am Stängel anfassen, weil das kommt jetzt ja in die Torte. So, und zwar schön mittig oben drauf. Und auch hier jetzt nicht hier irgendwo drücken, sondern immer am Stab, weil der wirklich sonst durchbrechen kann. Zack. Und ich habe noch ganz viele kleine Cake-Topper dazu bekommen. Oh, das sind keine Cake-Topper, aber ein bisschen was an Deko. Die verteilen wir gleich an der Torte noch. So, ich habe jetzt die Kleinigkeiten an Blümchen alle da so ein bisschen drunter gesteckt. Und jetzt stecke ich das mit der großen Blüte an der Torte fest. Plumps, der hat nicht gehalten. So, und dann kann man die Kleinigkeiten, also die kleinen Blüten, die dünnen, einfach nochmal so ein bisschen dahinter stecken und einfach gucken, dass es einem gefällt. Hier kommt jetzt noch ein bisschen mehr an Blüte mit dran. So, und jetzt haben wir gemeinsam eine fünfstöckige Hochzeitstorte dekoriert mit Goldrand, Blümchen und so weiter. Wenn ihr Fragen noch zu irgendwas habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ansonsten würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat und ihr es mögt, wenn ich euch ein bisschen bei der Dekoration mitnehme, dann liked das Video gerne und abonniert uns, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Und dann würde ich sagen, für weitere Bilder folgt uns auf Instagram und wir sehen uns in ein paar Tagen wieder.